Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch mal so im Rückblick meine Journals zeigen und was so funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Schon mal vorweg, es hat eigentlich fast gar nichts funktioniert. Aber gut, ich will mal mit euch so ein bisschen durchgehen, was ich so an Journals betrieben habe und vielleicht ist das ja ein bisschen interessant. Und mein Stapel beginnt mit einem YouTube-Journal. Das habe ich tatsächlich Anfang des Jahres, glaube ich. Oder auch nicht. Ja, doch. Anfang des Jahres noch hier noch so ein bisschen geführt. Das hatte ich schon letztes Jahr angefangen. Vorletztes Jahr ja jetzt. Und da wollte ich mir eigentlich immer so ein bisschen aufschreiben, hier so, was ich für Videos zu machen habe. Welche Schritte ich in dem Video haben möchte, welches Material ich benutzt habe, damit ich das verlinken kann und welche Tags ich benutzen möchte. Ja, und auch wann ich es veröffentliche und so. Und wie man sieht, habe ich hier zum Beispiel gar nicht wirklich mal gepflegt und dann ging das auch nicht mehr weiter. Ja, das war irgendwie ein bisschen zu viel, too much irgendwie. Vielleicht versuche ich es dieses Jahr, nächstes Jahr wieder ein bisschen aufrecht zu haben in meinem neuen Bullet Journal. Aber ja, bin ich mir nicht sicher. Und dann habe ich hier mein Tomonichi Weeks. Ja, also ein bisschen habe ich hier drin verfolgt. Am Anfang tatsächlich mehr als am Ende. Also hier habe ich zum Beispiel noch recht viel drin gemacht am Anfang des Jahres. Und nur wenige Wochen ausgelassen. Aber hier sieht man schon hier schon ausgelassen. Da wieder was ausgelassen. Dann doch mal nochmal zwischendurch irgendwo entlang gezeigt und dann tatsächlich. Ich glaube, ab August habe ich höchstens noch Termine eingetragen und dann, ja, hier sieht man, im Dezember habe ich es nochmal versucht. Und ja, dann war da nicht mehr viel. Hier habe ich auch noch so einen Tracker gehabt, also welche ich gelesen habe, habe ich aber auch nicht alle aufgeschrieben, weil ich habe deutlich mehr gelesen und hier sieht man ja, ich habe im Februar aufgehört, das zu tracken. Genauso wie den Hobby-Tracker, da wollte ich eintragen, welche Hobbys ich verfolgt habe, an welchem Tag. Habe ich auch nicht weiter gepflegt. Dann wollte ich hier so Favoriten einpflegen, Geschenke, ja, so eine allgemeine To-Do-Liste. Dann habe ich Finanzen aufgeschrieben, die lasse ich aber mal aus. Dann wollte ich hier Ideen für Zeichnungen aufnehmen. Und ja, ansonsten ist da auch nur noch Finanzen und sowas drin gelandet. Aber ich habe es halt viel zu wenig benutzt dafür. Das ist dann, also hat sich der Preis dann nicht gelohnt für mich. Vielleicht versuche ich es irgendwann nochmal, aber dieses Jahr, wer mein anderes Video geguckt hat, möchte ich es ja erst mit dem normalen Bullet Journaling versuchen, statt mit dem Tomonichi Weeks, auch wenn es mir ein bisschen weh tut, weil ich es das Format halt wirklich gerne mochte, aber was nicht will, das will nicht. So, dann habe ich hier mein Alles kommt rein Channel sozusagen und das habe ich auch in einem anderen Video schon gezeigt und habe ja auch gesagt, dass ich das weiterführen möchte. Das hier ist so eine Pflege von 2018, was noch ins Tomonichi soll, also teilweise was aus X ist, das ist schon drin. Dann habe ich hier Junks, also zum Beispiel, oh, das war ein Hustenanfall. Also eigentlich war das ursprünglich geplant, das ist schon eine ganz alte Seite, dass ich da drin Bilder verarbeite, die ich nicht in mein Project Life oder so weiter oder so einpflegen möchte. Jetzt inzwischen
benutze ich es aber, wenn ich irgendwelche Post oder Bestellungen bekomme und da irgendwie zum Beispiel niedliche Visitenkarten dabei sind oder so, dass ich mir das so ein bisschen ausschneide und einklebe und einfach so eine Erinnerung von diesen ganzen Schnipseln, die sonst irgendwo verloren gehen können. Aber ein Teil zum Beispiel sowas hier, das wird jetzt wie gesagt in meinem neuen Bullet Journal landen und ja, nicht mehr hier drin. Wahrscheinlich werde ich hier nur noch die letzten paar Seiten, die hier sind, noch füllen und dann, ja, dann ist das halt abgeschlossen. Und dann habe ich hier mein All About Me Journal. Da pflege ich Listen über mich selbst. Ja. Einfach so, was für Filme ich gerne mag und so. Eine Erinnerung. Da wollte ich tägliche Bilder einkleben, habe ich aber auch nicht weiter verfolgt. Und das sind zwei Journals für meine Kinder, wo ich so ein bisschen ja, für sie so ein bisschen festhalte, was für lustige Sachen sie gesagt haben, was für Freunde sie hatten und so weiter. Hat aber dieses Jahr auch nicht so wirklich funktioniert, bis auf das erste Journal. Mit den Aufzeichnungen über die Tage. So, das Hobonichi. Das ist ja nur der eine Teil. Ich habe ja dieses Jahr zwei gehabt. Einen Avec nennt man das ja auch. Ja, also im ersten Jahr ist das gut gefüllt. Nicht alle Seiten sind gefüllt. Also hier sind auch noch viele, viele, viele Seiten frei. ja, aber die werde ich auch nach und nach hoffentlich noch füllen. Und ja, hier ist noch sehr, sehr wenig passiert. Also die letzten Tage habe ich jetzt wieder angefangen zu Weihnachten. Aber man sieht hier schon, 27.28 hat es dann auch schon wieder aufgehört. Aber ich bin weiterhin, macht es mir Spaß mit dem Bonichi und werde dabei auch bleiben. Und wie gesagt, nächstes Jahr habe ich ja dann den großen, auch in der Avec-Version. Ja, und den werde ich dann auch weiterhin so füllen. Ja, das hier ist mein persönliches Journal. Das ist einfach nur liniert und da schreibe ich einfach meine ganz persönlichen oder geheimsten Gedanken auf, meine Sorgen. Also im Hobonichi landet auch die ein oder andere Sorge, aber so richtig persönliche Dinge, die landen halt hier drin. Da dekoriere ich zwar auch ein bisschen, aber da schreibe ich halt tatsächlich viel, viel mehr als in dem Hobonichi selber. Und ja, das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Also eigentlich hat es am besten geklappt, wenn ich wirklich irgendwelche Probleme hatte. Oder wenn irgendwas ganz, ganz Tolles passiert, weil ich glaube, der letzte Eintrag war irgendwas besonders Tolles gewesen. Hier sind tatsächlich auch einfach mal irgendwelche random Sachen drin gelandet. Ja, aber da schreibe ich zum Beispiel rein, was für Krankheiten ich hatte und hier so ein bisschen schreibe ich auch so rein, wenn was toll geklappt hat und so. Ja, also da bin ich allgemein ein bisschen ausführlicher gewesen. Ja, und das war's, was ich eigentlich dieses Jahr so benutzt habe. Und ja, ihr könnt mir ja schreiben, was ihr dieses Jahr so benutzt habt und wie das für euch geklappt hat. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.